Tag und Nacht sind von Sonne abhängig, richtig? Richtig. Steht zum Beispiel in Genesis 1, 3 und 5 steht, dass Gott Tag und Nacht am ersten Tag erschaffen hat, aber die Sonne am vierten Tag. Normalerweise für mich, als mein Verständnis, kann ja schlecht sein, dass es Tag und Nacht gibt, wo wir wissen, dass Tag und Nacht von Sonne abhängig ist. Also was hat das jetzt zu bedeuten? Aber okay, also ich könnte jetzt noch lange aufzählen, aber ich will nicht so viel da reingehen. Jetzt eine andere Sache ist, das ist ein sehr wichtiger Punkt, darauf haben Ägyptologen und Bibelforscher hingewiesen, dieser Name Pharao für den Herrscher bzw. König von Ägypten, der kam zu einer bestimmten Zeit, zu einer bestimmten Dynastie. Zum Beispiel der Herrscher von Ägypten zu der Zeit von Pharao war, zur Zeit von Musa a.s., von Moses, war ein Pharao. Er hatte den Titel Pharao. Aber davor, bei Josef a.s., war kein Pharao. Wir finden in der Bibel, dass dort genannt wird, der König war ein Pharao. Der König von Ägypten, dass er ein Pharao war, wird als Pharao benannt, zu der Zeit von Josef a.s. Jetzt schauen wir den Koran an. Da haben wir das Wort Melik. Melik kann bedeuten Herrscher, König, ja? Melik. Also deswegen ist jeder Pharao ist natürlich gleichzeitig ein Melik. Aber jetzt in dieser Sure Yusuf, Subhanallah, warum hat der Prophet Sassam nicht ein einziges Mal geschrieben Pharao? Wenn er von der Bibel abgeschrieben hat, wo in der Bibel steht Pharao. Und Pharao ist verkehrt. Er war kein Pharao, war ein Herrscher. Und bei im Koran steht Herrscher. Genau an dieser Stelle. Genau dasselbe bei Abraham a.s. Es wird an keiner Stelle gesagt, dass der ein Pharao gewesen ist. Zu diesem Zeit gar kein Pharao. Subhanallah. Wie gesagt, normalerweise Melik, also Herrscher, könnte gleichzeitig ein Pharao sein, aber das Wort Pharao wird nicht benutzt an dieser Stelle. Logischerweise hätte er von der Bibel abgeschrieben, hätte er geschrieben Pharao. So, was haben wir noch für Punkte hier? Ja, mit den Fehlern. Dann von wem gelernt? Von wem soll er das jetzt gelernt haben? Ihr müsst doch mit irgendjemandem kommen, irgendein Beweis. Hallo, hier ist der Stempel, ich habe ihm den Koran beigebracht. So was haben wir hier. Da kommen wieder einige Annahmen, die alle unmöglich sind. Erste Annahme, guck mal jetzt dieser Verstand. Erste Annahme, Bahira, ein Mönch, den er getroffen haben soll, als er 12 war. Ach so, als er 12 und 28 Jahre später fällt ihm dann ein, einen auf Prophet zu machen. Was ist das? Da kommt kein Mensch drauf. Den hat er einen Tag getroffen und dann erzählt er 5 Tage Geschichten. Der hat ihm einen Tag 5 Tage Geschichten erzählt. So dann, nächste Sache, Waraka ibn Nawfil, den hat er 2-mal getroffen. Dann Mariam al-Kubtiya, ja, die kam am Ende des Lebens des Propheten erst in sein Leben rein. Und die ganzen Geschichten von den Propheten, die angeblich von der Bibel abgeschrieben worden sind, die kamen schon vorher. Dann war es als nächstes ein christlicher Schmied in Mekka, der kaum Arabisch konnte. Der Arabisch, der Koran ist die gewaltigste Literatur auf Arabisch. Und jetzt kommt ein Schmied und der Schmied, der kaum Arabisch kann, der bringt ihm dann den Koran bei. Das ist genauso, als wenn du erzählen würdest, irgend so ein chinesischer Einwanderer in England, der kaum Englisch kann, der hat Shakespeare beigebracht, wie er die Gedichte schreibt. So ungefähr ist das. Und die Lächerlichkeit lässt kein... Man könnte noch in Detail gehen. Ich habe gesagt nochmal, das dauert 3 Stunden. Ich bin schon fast eine Stunde dran hier. Das ist das Problem. Und ich habe jetzt gekürzt. Weil man kann diese ganzen Zweifel, die es gibt, die kann man alle so richtig klein hacken. Aber da muss man dann mehr Zeit haben. Deswegen, dann ist das Gebet. Dauert nicht mehr lange, ne? Dann mache ich jetzt ein bisschen, mache ich ein bisschen schneller. 3 Minuten? Ja, bitte, ich mache erstmal hier zu Ende, ja, bitte. So, dann. So, okay, das sind die Punkte. Und dann muss man sagen, selbst wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Bibel auswendig gelernt hätte und selbst wenn er Judaistik an der Uni Köln studiert hätte und selbst wenn seine Freunde im Fußballverein, er hat ja gar kein Fußball gespielt, alle Juden gewesen wären, die sich super auskannten, dann wäre das noch kein Beweis, dass er es abgeschrieben hat. Aber was erst, wenn wir die ganzen Punkte bringen und jetzt, ich habe mit einigen Leuten geredet, ja, die hatten dann gegen einen Punkt hier was auszusagen, ja, gegen einen Punkt. Wir haben 9 Punkte haben wir erwähnt. Die hatten gegen einen Punkt hatten sie ein gewisses Argument, weil sie haben irgendeinen Film gesehen, wo das anders dargestellt war. Erstmal, der Film ist sowieso nicht authentisch. Und dann kamen sie, ah, oh, sie ist doch abgeschrieben. Weil ein Argument, was du gebracht hast,
das kann nicht zutreffen. Ach so. Hör mal, selbst wenn er der größte arabische, also arabisch sprechen kann, lesen und schreiben kann, selbst wenn er der reiche Mann nachher gewesen wäre, mit im Palast gelebt hätte, selbst wenn er, wenn es die Bibel zur damaligen Zeit gegeben hätte auf Arabisch, dann hätte sie auswendig gekonnt, selbst wenn er Judaistik an der Uni Köln studiert hätte, ja, das wäre noch kein Beweis, dass er den Koran abgeschrieben hat. In diesem Koran steht bestimmt 40 Mal drin, dies ist das Buch von meinem mächtigen Gott, dies ist das Buch von meinem mächtigen Gott, dies ist das Buch von meinem mächtigen Gott.